So, moin moin zusammen zu einer neuen Runde Dreamfall Chapters Buch 3. Das letzte Mal sollten wir uns ja als Aufgabe im Roosters in Kitten einfinden und da sind wir auch jetzt angekommen. Jetzt holen wir noch was Krähe zu sagen. Ich geh rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich würde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Starr mich nicht so an. Tu ich nicht. Ich gehe jetzt da rein. Okay, dann gehen wir rein. Mal schauen, was passiert. Komm, mach auf die Tür. Hoffe ich, gibt es jetzt wieder einen langen Ladebalken. Dann werde ich das hier mal ein bisschen schneiden. Wollen wir mal schauen, was jetzt passiert. Ich bin wieder zurück im Rooster and Kitten. Aus der Zukunft in den Traum. Hier rein. So, da sind wir. So, Ziele aktualisiert. Mal schön schauen. Finde einen Weg, Kontakt mit den Rebellen aufzunehmen. Aktualisiert. Okay. Ja, gut. Wir quatschen mal hier Kollege an. Kollege, komm. Willkommen im Rooster and Kitten. Jawohl. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Ja. Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Oh shit. Fern aus dem Westen, ne? Aus dem Westen. Einfach westwärts. Und dann ganz weit. Was? Aus Asadia? Weiter links. Westlich. Weiter westlich. Ich dachte, weiter westlich ist gar nicht möglich. Dass Asadia so weit im Westen ist, wie es nur geht, bevor es wieder Osten wird. Stimmt. Naja, also aus dem Osten. Aber auf dem Weg durch den Westen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber ich habe natürlich so manches auf meinen Reisen noch nicht gesehen. Wie heißt dieses Land? Amerikanada. Amerikanada? Yep. Süßes Heim, Amerikanada, allein. Also, was darf's heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, Doch. Nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Knäperismus. Zu trinken? Passend zu... Bier. Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Und ich habe dringend eine Erfrischung nötig. In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? Hat der Bier? Bier. Bier? Kommt sofort, Schätzchen. Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Ja. Ganz und gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht. Nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und... tja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Was? Oh Gott, ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiter... Vielleicht hat er recht. Vielleicht versucht nee, 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 das ist der richtige Ort. Nein, ich mag solche Orte. Ich stehe auf Spelunken. Oh. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Das sagt man jetzt nicht. Das ist seit langer Zeit das Netteste, was irgendjemand über mein Lokal gesagt hat. Wirklich? Mit der Sprache ist das so eine Sache. Also, womit kann ich euch noch helfen, junge Dame? Oh, fuck. Die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger nicht mehr. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Soldaten gesehen. Ich frage mich, ob die Asadi... Bislang habe ich nur Menschen gesehen. Früher gab es hier blaue Leute. Wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier.
Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort, repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser. Da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Es findet irgendein Fest. Auf dem Weg hierher habe ich ein paar... Leiten die Asadi noch immer die Stadt? Oh, das tun sie nicht. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Sie ist eine Beraterin. Ihr Rat ist unbezahlbar, von großem Wert. Für uns alle. Klingt nach einer guten Übereinkunft. Und die Soldaten überall? Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sorgen dafür, dass wir sicher sind. Vor Feinden von außen und innen. Vor Rebellen, Terroristen und dergleichen. Rebellen? Was wisst ihr über den Widerstand? Ich glaube, das war zu früh. Ist schon die Rebellen, die Rebellenbewegung. Den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, shit. Oh, klar. Tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was. Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt. Drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Ah, doch. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür. Sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt. Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Ein Schmied am anderen Ende der Stadt. Besuche die Schmiede an den Grünanlagen. Wenn es weiter nichts ist, ist hier noch irgendwas? Ist hier irgendwas? Na gut, komm, dann machen wir das mal. Zack. Die Grünanlagen in Schmied am anderen Ende der Stadt. Dann wollen wir da mal gucken. Na komm schon. So. Ist doch, hier war doch immer, wo ist eigentlich Krähe? 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 War hier nicht immer irgendwo ein... Ich habe eine Spur zum Widerstand. Während ich ihr nachgehe, möchte ich, dass du etwas erledigst. Eine Mission. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein, ist auch gelogen. Ich wollte bloß immer ein Edward sein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Und zwar aus der Vogelperspektive. Versuchst du etwa, mich loszuwerden, Zoe? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn du von da oben aus auf mich aufpasst, während ich hier unten dieser Spur folge. Ich fühle ein Schwellen im Brustkorb. Und das kann nur eins bedeuten. Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich werde stolz heucheln, wenn du es so haben willst. Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Ominurek! Oh Gott. Okay, immer noch die... Ich habe gehört, dass die Leute vom Erntemond reden. Das muss alles Teil der Erntefeierlichkeiten sein. Der hat also, den können wir jetzt nicht fragen, gab es hier nicht immer irgendwelche Pläne? Stadtpläne? Da. Den Grünanlagen am anderen Ende der Stadt. So, zeig mal her. Wir sind da. The Bench City. City Green. B. Naja, so am anderen Ende der Stadt ist, sieht das jetzt nicht aus, oder? Warte mal. Wo ist sein Kitten? Ist 4. Ja, das sieht so aus. Also wir gehen jetzt da, dann gehen wir da. Hier kommen wir, glaube ich, eh nicht rein. Ist ja gleich alles abgeschlossen, ne? Ja. Okay. Grünanlagen am anderen Ende der Stadt. Das ist immer so... Wischiwaschi-Aussage, weil an der Ende der Stadt, das kann aber auch viele besuchen. Eine Schmiede, hat er gesagt. Gut, eine Schmiede sollten wir, glaube ich, einfach erkennen. Wahrscheinlich hat er auch ein Zeichen vor der Tür. Das ist so nett. Wir gehen da hinten durch, also da.
weiß nicht, wie ich für heute Abend alles rechtzeitig fertig bekommen soll. Ja, dann sitz da nicht rum, sondern schaff was. So, gehen jetzt hier. City also, Greens hat das Geschäft? Map gesagt. Ziemlich gut. Ich meine, das was war das? Da was gesagt? Auch wenn die war Bauern das wichtig? Schnauserig sind, sie bringen ja ihre eigene Verpflegung mit in die Stadt. Dagegen sollte man wirklich was unternehmen. Wie? Ich meine, Bauern... Was denn? Ach, nur weil die da sprechen, oder was? City Greens. Ist das... Das ist doch jetzt hier schon, oder? Ist hier ein Schmied? Oder muss ich da hoch? Kann ich das eigentlich... Sehe ich was? Nee, ne? Okay, dann lass mal weiter gucken. Wir gehen jetzt hier mal rein. Och, ich muss zugeben, dass ich schon ganz gespannt. Da ist ja wieder so ein... Komm ich da durch? Darf ich da durch? Oder? Ich darf. So, lass mal gucken. Ja, waren wir hier eigentlich schon mal jemals? Wir sollen überall für mehr Effizienz sorgen. Stimmt's? Einfach mehr Effizienz. Also ich mir immer meine, dass mein Schmied sofort erkennt mit irgendwelchen Zeichen. Ist das jetzt hier Greens? Ja, mal gucken. Oh, Heuschnupfen ist was Ekelhaftes. Ich geh mal hier hoch. Greens hört sich so edel an. Da gibt's einen Schmied, ja. Gibt's aber nicht wirklich viele Leute, ne? Da ist ein Anwalt. So. Greetings. Nein. Hier? Nee. Ach, sind wir hier einmal im Kreis gelaufen? Sieht das so aus? So, lass mal hier gucken, da sind wieder Wachen. Ich hätte gern nochmal bitte einen Stadtplan, damit ich überhaupt weiß, wo ich bin. Ich muss sagen, ich werde erleichtert sein, wenn Sie endlich mit den ganzen Bauarbeiten fertig sind. Mir kommt es vor, als würden Sie die Rohre seit Jahren installieren. Ein Hofschmied? Halt, hier. So, zack. Na? City Green B. Das ist ja eigentlich mittelschwer komplett falsch. Mittelschwer komplett falsch. Das ist eigentlich irgendwie in der Mitte. So, lass mal hier runtergehen. Was bist du? Und du? Nichts. Ich gehe jetzt mal hier runter. Da bräuchte ich nochmal, hier ist ein Horschneudi. Ein Friseur, hier gibt's bestimmt dann irgendwo auf so einem Schild. Ein Schmied. So, hier hätte ich jetzt gern nochmal einen Stadtplan, bitte. Da ist auch einer, der vom Teufel spricht. So. Und dann gehe ich da in B. Okay. Also da lang. Was bist denn du für einer? Ohne die Magischen wirkt alles in der Stadt so verkehrt. Ich sehe kaum noch Dolmari oder Sid auf den Straßen. Jetzt da lang. Die anderen Völker kann man ganz vergessen. Die sind hier. Ist hier ein Schmied? Ich
kann jetzt hier übrigens nicht rennen. Also das heißt, warte mal. Die altertümliche Schmiede. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied. Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Ja. So, dann. Ich kann nicht rennen hier. So, Tür. Komm. Es ist niemand zu Hause. Och nö, komm her. Nächste Tür. Komm. Das kann nicht die richtige Tür sein. Ah, natürlich die letzte, oder? Oder brauchen wir jetzt wieder ein Rätsel? Geh doch. Ah, der Hallo. Typ aus der Bar. Ich bin hier wegen der Bibliothek? Ich weiß, das ist ein komischer Begrüßungssatz, aber jemand hat mir gesagt, das sei... Mhm. Na gut, das heißt wohl, dass wir reingehen. Ja. Frau wird gesagt, geh zu dieser Tür, Mann macht Tür auf, Frau geht rein. Sieht käuflich aus, oder? Mhm. Ladebildschirm, den lieben wir ja. Oh, der lädt lang. Wo sind wir denn jetzt? Wo tauchen wir jetzt auf? Hey. Oh oh. Ach je. Hami weiß es. Weiß was genau? Dass Kien noch lebt. Und der Schatten weiß, was er dem General sonst noch erzählt hat. Sie haben geredet? Meine Leute haben gesehen, wie der General den Maschinenraum an den Grünanlagen betrat. Alvane wurde kurz darauf beim Verlassen des Hauses entdeckt. Sie waren da drin allein mit einem der Techniker. Ferdus ist sein Name, glaube ich. Er ist nirgends aufzutreiben. Hami muss ihn irgendwo verwahrt haben. Einen Zeugen. Er weiß also, dass du ihn belogen hast. Noch wird er dir das nicht vorhalten. Nicht, bis er weiß, warum und was wir vorhaben. Ja, Hami ist schlau wie eine Felsenschlange und doppelt so tödlich. Wir müssen ihn loswerden. Mutter Utana auch. Er hat es ihr sicher gesagt. Die sind wie Pech und Schwefel. Die einzige Frage ist, ob sie die Erste informiert haben. Nicht ohne weitere Beweise. Noch ist Zeit. Ihr redet von einem Mordanschlag. Willst du was anderes empfehlen? Wir haben schon lange Grenzen überschritten, Vemmen. Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann nicht einfach in Hamis Gemach spazieren und ihm die Kehle durchschneiden. Es muss wie ein Unfall aussehen. Die Zeremonie. Sie findet erst in einer Woche statt. Wir können es uns nicht leisten zu warten. Wir können es uns nicht leisten, die Sache zu überstürzen. Bis er konkrete Beweise für unseren Verrat hat, wird der General seine Untersuchungen fortführen. Also die Zeremonie. Wir töten beide und lassen es wie das Werk des Widerstands aussehen. Aber für den Fall, dass er vorher handelt, muss ich bereit sein. Ich muss jene informieren, deren Treue zu... Psst. Komm her, mein Liebling. Keine Sorge. Wir werden das überleben. Wir überleben immer. Wir haben zu hart gearbeitet, um jetzt zu scheitern. Der Apparat wird unser sein. Das Nordland wird unser sein. Die Leute des Generals werden sich nach Asadir zurückziehen. Der Rat wird keinen weiteren Feldzug beginnen. Das kann er sich nicht leisten. Ihm fehlt die Unterstützung des Volkes. Und dann, endlich, werden wir triumphierend mit dem Licht der Göttin zurückkehren und unsere Feinde vernichten. Wir herrschen über Asadir, wie schon immer geplant. Wir werden nicht scheitern, Liebster. Ich werde Kaiserin sein und du mein oberster Kommandant. Das ist der Wille der Göttin. Ich weiß, dass es so ist. Ich weiß es. So, geplanter Doppelmord ist hier das Thema. Der reine geplante Doppelmord. Nun wird's gefährlich. Wollen wir mal schauen, was in einer Woche ist, dieses komische Ding. Da wollen sie es dem Widerstand in die Schuhe schieben. Wollen wir mal gucken, wie wir das verhindern können. Müssen. Tun. Wenn immer wir jetzt laden, wieder. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Wir sind immer noch in dem Traum. Huch.